Leute, herzlich willkommen zurück zu Train the World und wir sind heute wieder auf der Main-Spessart-Bahn und werden das zweite Einführung dort spielen. Das sind ja ein paar mehr Einführungen auf der Main-Spessart-Bahn, aber wir werden um 18 Uhr natürlich auch nochmal ein komplettes Szenario spielen. Ich werde mal gucken, auf welche Strecke wir dort gehen. Habe ich jetzt noch nicht geplant, aber werde ich mir dann überlegen, worauf ich Lust habe. Aber kommt, 18 Uhr, also in einer Stunde. Baureihe 146.2 Einführung machen wir heute. 146 ist aus der Trax-Familie, eine Lokomotive. Willkommen in dieser Elektrolokomotive BR146.2 in der verkehrsroten Lackierung der DB. In dieser kurzen Einführung werden wir über das Anfahren, Halten und das Operieren der Fahrgasttüren sprechen. Also. Steigen Sie ein, damit wir anfangen können. 146 aus der Familie der Trax habe ich ja schon erklärt und da gibt es ganz schön viele verschiedene Modelle von. Die 145, die 185, die 482, die 101, das sind alles aus der Familie der Trax. Die Batterie schaltet das Hauptpult ein und lässt sie damit interagieren. So, und der Batterieschalter hier hinten, der gehört da eigentlich nicht hin, der müsste eigentlich im Maschinenraum sein, aber in den Maschinenraum können wir hier nicht rein. Schade eigentlich, immer noch. Diese Lokomotive bezieht mittels eines Kontaktarms, der auf dem Dach angebracht ist, ihren Strom über die elektrische Oberleitung. Damit das funktioniert, müssen wir den Stromabnehmer einrichten und dann anheben. So, auch dieser Knopf ist normalerweise in einem Schaltschrank hinten verbaut. Wir sollen den auf automatisch stellen. Das heißt, der wird's, die Lok, die wird es dann beim Aufrüsten merken, in welcher Stellung mein Richtungswender ist und wird entsprechend den, oder auf welcher Seite ich den Richtungswender bediene und wird entsprechend den Stromabnehmer heben. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Im Idealfall ist es ja immer der hintere Stromabnehmer. Um die Lokomotive zum Laufen zu bringen, müssen Sie den Hauptschalter nutzen. So, das ist ein im Spiel Hauptschalter, ist aber in Wirklichkeit eigentlich der Richtungswender. Den müssen wir nach neutral, sagt er, verlegen. Dann die Spitzensignale erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie machen andere in der Nähe darauf aufmerksam, dass eine Lokomotive in Betrieb ist. So, also die Zugspitze wollen wir anmachen. Da vorne drei weiße Lichter. Dann sollen wir das auf reduziert stellen, warum auch immer. Aktivieren Sie jetzt den Stromabnehmer, damit er sich anhebt und mit der Oberleitung in Kontakt kommt. So, also einmal den Stromabnehmer. In der die Lokomotive ist nun bereit, angetrieben zu werden. Ob wir hier, dies wird über den Haupttrennschalter geregelt. In der Wirklichkeit gucken wir jetzt, ob wir hier Spannung bekommen. Ist jetzt nicht der Fall, weil der Stromabnehmer nicht hochgeht. Jetzt haben wir auf einmal Spannung. Nutzen Sie den Hauptschalter, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Oh, das ist aber ein. Das ist aber schlecht. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen. Also beim Stromabnehmer im wirklichen Leben guckt man einmal aus dem Fenster, ob der Stromabnehmer auch wirklich oben ist, und guckt sich vor allem auch mal die Schleifleisten da oben an. Das sind diese zwei Bauteile, ob die noch in Ordnung sind. Dann sollen wir die rechts, stellen Sie auf rechts sperren. Ja, rechts entriegeln, ne? Da, die eigenen Texte da oben verkehrt geschrieben. Mann. So, und einmal aufmachen. So, dann sollen wir die Fahrgäste einsteigen lassen. Normalerweise würden wir jetzt noch so ein bisschen hier mit der Bremse ein bisschen was prüfen. Füllzustandskontrolle machen. Gucken, ob alles dicht ist. Würden dann einmal elektrisch und elektropneumatisch testen. Da ist hier unten ein kleiner Knopf. Den können wir jetzt so nicht, gar nicht sehen. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Da ist er, dieses Ding hier. Ist der elektropneumatisch. Hier können wir auch die PZB einstellen. Ist eigentlich blödsinnig, weil das wird über die Einstellung der PZB im Computer gemacht. Deswegen gibt es diesen Zusteigen Knopf eigentlich so gar nicht. Abgeschlossen. Verriegeln Sie die Türen. Aber hier ist das halt so verbaut. So, das FT95, damit werden wir uns jetzt in dieser Folge nicht auseinandersetzen. Das werden wir in den nächsten Folgen noch machen. Wir sollen jetzt erstmal die Türen verriegeln. So, puff. Einmal alles zumachen. Wenn das Fahrzeug längere Zeit stillsteht oder Sie den Führerstand verlassen, wird die Parkbremse betätigt. Wir müssen sie erst lösen, bevor wir weiterfahren können. Die Federspeicherbremse haben wir hier hinten verbaut. Das ist bei allen Trax-Lokomotiven gleich. Aufgrund der Größe und des Gewichts dieses Zuges sollte etwas Traktion genutzt werden, um die anfängliche Reibung zu überwinden und zu verhindern, dass die Elektrosysteme überlastet werden. Oh, wir rollen schon.
Also die Federspeicher ist hier hinten auf der Rückwand immer jetzt verbaut. Jetzt, wo wir in Fahrt sind, können wir die Leistung erhöhen und uns darauf konzentrieren, die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. So, welche Geschwindigkeit sollen wir denn erreichen? Na, Hebel auf dem Tisch. Sifa und PZB haben wir natürlich wie immer in den Einführungen aus. Der Schubbetrieb kann genutzt werden, um das Fahrzeug mühelos in Bewegung zu halten, ohne die Leistung anlegen zu müssen. Diese Methode eignet sich bei einer flachen Steigung hervorragend, um die Geschwindigkeitsbeschränkung einzuhalten. So, da sind wir wieder bei dem Schubbetrieb, wie am Spiel immer beschimpft wird. Von hier ab ist es nicht mehr weit bis zu Ihrem nächsten Halt. Achten Sie deshalb darauf, den Zug unter Kontrolle zu halten und nicht zu schnell zu fahren. Schubbetrieb, wie gesagt, Schubbetrieb wäre, wenn die Lok hinten hängt und ich geschoben werde. Das hier ist jetzt einfach nur Rollen, stumpfes Rollen. Und wir haben gleich eine 60er Einfahrt. Dann nehmen wir mal die E-Bremse, die nicht geht. Weil wir hier in einem Tutorial sind, geht die nicht. Die 60 mal hier erreichen und dann geht es jetzt mit 60 an den ersten Bahnsteig. Mal noch mal kurz nicht diesen da machen. Bremskraft aufwenden müssen, um sanft zum Stehen zu kommen. Ausgerechnet dann, wenn ich Screenshot machen will für das Thumbnail, haut er mir da einen Text rein. Frechheit sowas. So, wir sind in Gmünden, die Endstation hier auf dieser Strecke. Von Gmünden könnten wir jetzt weiterfahren Richtung Würzburg oder wir würden dann hinter Gmünden, glaube ich, ist es, eine Linkskurve begehen und würden dann Richtung Fulda fahren. Über Flien und Jossa. Das ist ja die Strecke, die ich letztes Jahr kurz vor Weihnachten noch prämiert wurde, als ich das erste Mal gefahren bin. Wegen einer Umleitung. So, die E-Bremse geht jetzt wahrscheinlich immer noch nicht. Können wir die so bedienen? Nö. Okay, also hier wirklich noch alles gesperrt. Hier haben wir nur Luft und Gas. So, 500 Hertz Magnet interessiert uns ja jetzt nicht, weil wir ja keine Zugsicherungssysteme anhaben. So, dann sind wir am Bahnsteig angekommen. Entriegeln Sie erneut die Türen und gestatten Sie den Fahrgästen, so zuzusteigen. So, rechts entriegeln. Und dann sind wir hier mit dieser kurzen Einführung auch schon fertig. Dann kommen aber, glaube ich, noch zwei Einführungen auf der Strecke. Nämlich einmal für die 185, die eigentlich quasi dasselbe ist wie dieses hier, nur halt ein bisschen stärker. Und die ist halt für Güterzüge ausgelegt. Und der Doppelstoppwagen, der hatte hier ja auch noch eine Einführung. Das hübsche Teil hier hinten, der Steuerwagen. Werden wir natürlich abarbeiten jetzt die nächsten drei Tage oder zwei Tage, nee, drei, zwei, es sind noch zwei Tage. Aber entsprechend bekommt ihr dann auch immer um 18 Uhr noch eine reguläre Folge, in der wir ein Journey spielen. Ja, die Türen sind verriegelt. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieser Lokomotive durchgegangen. So, da gibt wieder eine hübsche Goldmedaille, im Idealfall. Ein paar Erfahrungspunkte gibt es auch dafür. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen, heute um 18 Uhr und morgen um 17 Uhr dann jeweils noch einmal mit Trains of World. In dem Sinne, lasst einen Daumen da. Wenn ihr Fragen habt zu dem, was ich hier erklärt habe, gerne in die Kommentare schreiben. Kommt in den Discord, der Link dazu ist wie immer in der Videobeschreibung. Und in dem Sinne von mir wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.